Aha, Tonja hat also doch noch einen Job für uns. Na, dann rufen wir sie doch mal an. Franklin! What's poppin'? You get my text? You sound messed up. Nah, I kicked the pipe. JB too. For real this time. Can you cover one more job, boo? Just till he get out of the sickness. Ah, damn it. Okay, last time. Also, einen Job hat die liebe Tanja doch noch für uns. Den wollen wir dann natürlich auch gleich machen, nach dem Schock hier gerade von dieser absolut Verrückten. Also wie gesagt, hier in dem Spiel gibt es ja nur kranke Tussis. Da schleppe ich lieber irgendwelche Wagen ab, ja, anstatt dass ich mich mit solchen Horrorbräuten rumschlage. Solange wir jetzt keine Horrorbraut abschleppen müssen, die auch irgendwie ausflippt, wenn sie abgeschleppt wird, ist alles in Ordnung. Also fahren wir doch einfach mal zu unserem Abschleppwagen und kümmern uns um den Scheiß. Ich habe mich währenddessen schon mal informiert, was ich für die 100% brauche und bin mir auch dann dementsprechend zu 100% sicher, dass ich nicht die 100% machen werde. Aber da sind einfach Sachen dabei, die sind vielleicht für den Privatspielgebrauch noch ganz nett fürs Nebenbei erledigen, aber für eine Vorführung als Let's Play meines Erachtens einfach völlig ungeeignet. Klar habe ich gesagt, ich mache 100%, da war allerdings auch noch nicht klar, was 100% in dem Spiel sind. Ja, das muss ja auch dazu gesagt werden. Ich gehe die Liste dann gleich mit euch durch und eigentlich sollte dann jedem klar sein, dass das einfach... Das ist einfach, also für mich ist das verschwendete Zeit. Vor allem aus einem ganz bestimmten Grund, vor allem bei den Sammeldingern. Zum Beispiel. Broken down car at Spanish Avenue. Who's in the vicinity? Over. Yeah, I'll take that. 10-4, copy that. Clear after you. Räumende, die aufdauert, toll. 2,5 Kilometer, so viel zum Thema. Das ist meistens immer alles um die Ecke. Weil zum Beispiel, wir wissen ja zum Beispiel, dass wir zum einen Papierschnipsel sammeln müssen, wir müssen diese UFO-Wrackteile sammeln, das ist ja alles soweit schön und gut, aber es gibt sogar noch was, von dem wir bisher noch nicht mal was wussten, und das sind sogenannte U-Boot-Teile, die wir sammeln sollen, und davon gibt es auch nochmal 30 im Wasser verteilt, also ähnlich wie bei den Muscheln bei GTA San Andreas, aber da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ja, also ist ja alles soweit schön, auch weil die Unterwasserwelt ganz ansehnlich ist und so. Aber alleine die Zeit, die ich bräuchte, um zu jedem Schnipsel, zu jedem Teil hinzufahren, hinzuklettern etc., ist es mir einfach nicht wert. Ich habe einfach die Zeit nicht mehr. Ich muss schauen, dass ich regelmäßig Videos auf diesem Kanal hier präsentiere und das ist schwierig, ja. Ich muss auch noch schauen, dass ich irgendwie für Wolfpack TV Zeit aufbringe, dass ich kann keine Schnipsel sammeln, ich kann keine U-Boot-Teile sammeln. Wenn es, ja, und da muss ich sagen, ich mache zum Beispiel 100% gerne bei GTA San Andreas. Dann werdet ihr euch jetzt fragen, ja, ist doch derselbe Scheiß, muss auch 50 Graffitis, Sehenswürdigkeiten fotografieren und Muscheln sammeln, ja. Ja, es ist korrekt, aber da gibt es eine ganz besondere Geschichte, die das Ganze so erträglich macht und sogar auch schnell von der Bühne gehen lässt. Und das ist das motherfucking Jetpack. Und wenn es dieses nicht geben würde in GTA San Andreas, würde ich auch in San Andreas keine Sammel-Action machen, würde auch keine 100% machen, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Also so als Jugendlicher mit seinen 13, wo du 12, 1 von der Schule heimkommst und den ganzen Tag nichts tust oder nichts zu tun hast, alles in Ordnung. Ja? Ach, ich bin hier unter Zeitdruck, sehe ich gerade. Da kann man sowas machen. Idiot. Da habe ich das auch früher gerne gemacht, ja, weil man halt so seine Langeweile vertreibt. Ich habe allerdings, seit ich YouTube mache, keine Langeweile mehr, weil ich immer was zu tun habe. Und deswegen, mit dem Jetpack, wenn es ein Jetpack hier in GTA 5 gäbe, kein Problem. Würde ich machen, würde ich sofort machen. Schön, jetzt hier die Motorhaube weggeflogen. Dann wäre das absolut gar kein Problem für mich. Aber die Welt ist so verfickt groß und zu jedem einzelnen kleinen Scheiß zu fahren, das packe ich nicht. Das mache ich einfach nicht. Ich werde jetzt den nächsten, also diesen Part und den nächsten Part noch ein paar Nebenaktivitäten machen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Flugschule fertig mache, weil ich da ehrlich gesagt auch nicht den Nerv habe für diese ganzen Stunt-Dinger, die echt schwierig sind.
Ich werde jetzt also in diesem Part und im nächsten Part werde ich noch ein bisschen Nebenaktivitäten machen. Und dann werde ich es einfach im 120. Part werde ich dann das Finale machen. Das ist dann ein gelungener Abschluss. 120 Parts sind auch absolut mehr als ausreichend. Und dann passt das schon. Ja, wenn man die ganzen 100% extra sehen will, wie mit den UFO und keine Ahnung, gibt es ja auf YouTube genug Videos. Aber ich brauche es nicht unbedingt. Well, we made it. I won't mention you on the complaint form. So, wunderbar. So, war das dann auch der letzte? Franklin, what's cracking? Not your ass, I hope. I covered that job, all right? Now stay off the rock. You feel me? I'm high on life now, baby. It's a new dawn. Also angeblich ist die liebe Tonya jetzt tatsächlich clean. So ganz glauben tue ich das natürlich noch nicht. Aber okay. Geschafft ist geschafft. Missionszeit, ey, war doch gar nicht so schlecht. Was ist dein Problem? Ach, weil ich so lange gewartet habe. Im Telefonat, ihr habt ja bestimmt nicht gemerkt. So, was also noch nun? Ja, also die Statistik, wie gesagt, die Statistik besagt, dass zu Verschiedenes zum Beispiel gehören eben die Raumschiffteile, die Briefschnipsel, die unter den 25 Brücken durchfliegen, die Messerflüge machen, ja. Die Monsterstanzen gibt es ja auch noch, 5 Immobilien muss ich kaufen und so weiter und so fort. Und dann so Nebensächlichkeiten, wie zum Beispiel von der Stripperin sich nach Hause eingeladen werden, ja, ist ja schön und gut, aber das verkaufe ich nicht als Let's Play. Wir haben 80%, das ist für mich völlig ausreichend, denn eigentlich Verschiedenes sind 15% des Spiels. Wenn ich die Hauptmission abschließe und jetzt noch ein paar, schauen wir mal, ja, ein paar Nebensächlichkeiten noch mache, dann ist das auch in Ordnung, wisst ihr? Das reicht mir einfach. Das müsst ihr jetzt respektieren. Das Geld ist noch nicht da, wie ich sehe, weil ich halt einfach die Zeit einfach nicht dafür habe. Ja, das sind so zu den 100% gehören einmal von mit einer Prostituierten rummachen, ja, ist ja wirklich. Wirklich, ja, das ist ja schön, wenn es im Spiel eingebaut ist, aber zu den 100% gehören muss sowas eigentlich nicht. Naja, jetzt egal. Ich habe mich entschieden und damit müsst ihr jetzt auch leider leben. Ich wollte eigentlich dieses eine Straßenrennen hier noch machen, ne? Wo ich aber abgelenkt wurde, was jetzt weg ist, weil das wahrscheinlich nur nachts läuft, wa? Ich befürchte fast. Das bedeutet, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist dieses eine Seerennen da drüben. Das dürfte, glaube ich, auch das letzte sein, oder? Das zu den 100% gehört. Ja, ich müsste sonst auf Nacht warten. Das heißt, ich muss hier hin. Okay, ah, weißt du was? Taxi, Taxi, Taxi. Perfekt, jetzt wo du schon mal da bist. Hey, roll up. Hey, my man, where you going? Ich wollte gerade sagen, da ist irgendwie ist da ein anderer Dude, glaube ich, noch drin. Ah, der ist jetzt gerade ausgestiegen. Ah, wundert mich nicht. Und dann schaue ich mal, dass dieses Seerennen jetzt ausnahmsweise auch mal funktioniert. Halt, warte. Oh, Scheiße. Ja, ah, da ist ja schon das nächste Auto. Weil da ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen weiter. Möchte ich jetzt nicht hinlaufen. Ist das eigentlich das Rennen, was nie funktioniert hat? Oh, jetzt komme ich hier ewig nicht rüber wegen dem Zug. Na ja, gut. Aber ich dachte, das hätten wir mal gemacht. Ne, das müssten wir auch haben. Das ist ein anderes, ne? Ja, genau. Das ist tatsächlich ein anderes. Jo, gut, dann passt das. Schön ins Wasser gedeift. So, dann, ah, da hinten geht's auch schon los. Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht mit irgendeinem erst antanzen muss, sondern dass sie mir eins geben. Ansonsten würde ich mich doch relativ drüber aufregen. So, bitte sag mir, dass das hier läuft, dass ich da einfach so teilnehme. Oder warte mal, steig, vielleicht ist ja einer frei. Da ist doch einer frei, oder? Ja, genau. Oh, sag mir, dass du nicht buggy bist und dann passt es. Jawoll! Damit kann ich doch leben. Damit kann ich was anfangen. Dann machen wir dieses Sea Shark-Rennen jetzt noch.
Und Feuers. Perfekt. So, einmal nochmal. Ein letztes Mal über die Wellen düsen. Was mitunter am meisten Spaß macht. Wave Race, sage ich nur. N64, göttliches Spiel. Das muss ich ganz dringend mal für Wolfgang TV im Retro-Dienstag zocken. Aber mal so sehr. So, schauen wir mal, dass wir dieses Rennen jetzt hier auch noch gewinnen. Eigentlich sind die Wave Races hier relativ easy. Ja, ihr seht ja selbst, der Vorsprung ist eigentlich schon wieder völlig ausreichend. Ja. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ah, ich finde es einfach so geil. Das ist mit unter am coolsten gemacht. Vor allem finde ich es so richtig bad, dass der Franklin einfach im Anzug. Der macht es halt im Anzug. Aber völlig in Ordnung. Ja, wer cool, der cool, gell? Also, ich finde das schon ziemlich bosshaft. Kein Problem, auch hier im letzten Rennen. Ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich offiziell das letzte ist. Für die 100%-Checkliste heißt das, dass man 4 nur schaffen muss. Mir kommt so vor, als hätten wir schon ein bisschen mehr als 4 gemacht. Kann ja auch sein, dass es tatsächlich schon dann so zählt. Ach, guck mal, da ist schon Zier. Ja, war billig jetzt. Ich find's geil, wie die sich hier übelst um Platz 2 battlen, aber Platz 1 fährt übelst geil. Oh, dann hat sich die Sache eigentlich auch erledigt. Platz 1. Jo, wunderbar. Dann wäre das auch erledigt. Statistik sagt weiterhin 80%. Hobbys und Zeitvertreibe. Ich glaube aber, da hat sich was getan, ne? 33 von 42 jetzt. Ich glaube, da stand er vorne. Ja, stimmt. Wie ich gesagt habe, wenn da ein ungerades Ding steht, dann hat sich da was getan. Also ich habe ein Hobby und Zeitvertreib gemacht und einen von den Freaks jetzt noch. Ja, wunderbar. Darf ich eigentlich im Moment wechseln? Ja, das dürfte ich sogar. Aber die beiden haben auch nichts zu tun, wie die Karte anzeigt. So, das heißt, was ich jetzt noch machen muss, ist das letzte Rennen. Dafür muss ich es Nacht werden lassen. Okay. Jetzt fahre ich erstmal irgendwie wieder an Land. Wie komme ich denn hier am besten überhaupt ans Land? Ist die große Frage jetzt. Eigentlich hier, ne? Man möchte so wenig wie möglich laufen. Ja, gelaufen sind wir bei unserem letzten Triathlon genug. Das war dämonenaustreibend genug, kann man sagen. Deswegen möchte ich jetzt schauen, dass ich jetzt hier möglichst schnell wieder... Ich kann auch einfach wechseln, das stimmt natürlich. Weil ich dann, weil dann Franklin sicher irgendwie woanders noch hinkommt. Ich würde das mal sogar, pass mal auf. Ich wechsle mal zu Michael. Würde mich eh interessieren, was der gerade treibt. Ach, der ist gerade da hinten. Das ist gar nicht so unpraktisch eigentlich. Chillt bestimmt rum, oder? Man, that fucking ocean. I could look at that all day. Aww. Was bist du denn für eine? Ja, ja, genau. Hau ab, ey. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal in den Wagen. Und? Ja, kommt, Leute. Vor allem ich hier ganz lässig hier erstmal mit dem Wagen. Hallo. Erstmal die Leute ein bisschen nerven. Weil ich hier unten bin, ich fliege jetzt nochmal zur Flugschule und gucke mir nochmal an, ob es machbar ist. Wir haben ja, glaube ich, nur 8 von 16 gemacht oder irgendwie sowas. Wir hatten die Hälfte, glaube ich, erledigt und dann habe ich das erstmal sein lassen. Mal gucken, ob die einigermaßen machbar sind. Wenn sie machbar sind, mache ich sie. Je nachdem, wie sehr mich... Ich weiß nicht, am besten sagt ihr einfach mal. Die Schnipsel sammle ich nicht. Nein, ich mach's nicht. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit dafür. Ich möchte das Projekt beenden. Ich möchte etwas vielschichtiger jetzt werden hier mit anderen Projekten. Ich habe so viel vor noch und ich will einfach die Zeit nicht in Papierschnipsel investieren, die wahrscheinlich doch eh kein Mensch interessiert. So. Das Geld ist ja noch nicht da, ne? Das heißt, ich kann die Immobilien jetzt eh noch nicht kaufen. Ne.
weil ich da gerade sehe, dass ich hier was kaufen kann, aber das lohnt sich dann wahrscheinlich eh nicht. Aber diese ganzen Missionen, wie zum Beispiel vom Downtown Cap oder so, die zählen nicht dazu, wie ich jetzt herausgefunden habe. Also die sind einfach nur random und auch nur eine Beschäftigung. Schön nochmal hier ein bisschen Spaß machen. So, und Michael jetzt hier in seinem Beach-Look da, opa, darf erstmal zur Flugschule. Achso, eigentlich gar nicht so die Flugschule-Skills, gell? Eigentlich sollte ich die ja mit Trevor machen. Aber ich glaube, dass ich sehe mit anhand der Aufgabenstellung ja schon, ob das für mich lohnenswert ist. Dark. Ich finde es witzig, dass man nach so diesem absoluten oberkranken Überfall noch so chillig an den Bullen vorbeifahren kann. Wenn die wüssten, wa? So, schauen wir uns das mal ganz kurz noch an. Flight School! So, was war jetzt noch zu tun? Wie gesagt, ich glaube, Hälfte hat mir erledigt. Die haben wir doch gemacht. Ach, sag mir jetzt nicht, dass bei jedem Charakter das einzeln ist. Hä? Oder hat jeder was anderes? Hä, nee, das haben wir doch gemacht. Ich glaube, die Hälfte haben wir gemacht. Ich glaube, bis hierhin oder so. Den Helikurs haben wir dann nämlich nicht mehr gemacht. What the fuck? Warum kann ich das jetzt nicht anwählen? Muss ich das tatsächlich... Ist das Charakter echt charakterbezogen? Na, dann muss ich erst nur wechseln. Gut, dann sehen wir es halt eben doch erst im nächsten Part. Oder vielleicht auch gar nicht. Lassen wir uns überraschen.